Ja, hallo, und hier ist wieder euer der Matti, und zwar mit einer weiteren Folge von Anno 1800. Und zwar ganz gemütlich in der Kampagne mit allen DLCs. Also dann seid gespannt. In der letzten Folge haben wir endlich die neue Welt erreicht. Das heißt, in der Folge werden wir definitiv in der neuen Welt ein bisschen umbauen. Beziehungsweise unsere Siedlung dort ein bisschen erweitern. Also dann seid gespannt, lehnt euch zurück und habt viel Spaß. Bis dann, euer der Matti. Gut. Lesen Sie selbst. Sprung in die neue Welt. Die Good-Geschwister wagen sich unbekanntes Terrain vor und machen Isabel Sarmento ausfindig. Wird diese anti-imperiale Rebellenführung kooperieren? Ist sie der Schlüssel zur Wahrheit über Samuel und der Verkauf der Insel Prosperity? Seien wir gespannt. Wir versenken nie ein Schiff, das wir auch besitzen könnten. Okay. Gut, Schiffe. Das ist ja auch hier irgendwo in der Nähe. Du gehst mal dahin. Routen, Diplomatie, Weltkarte. Gehen wir mal in die alte Welt, sammeln uns ein paar Rohstoffe. So. Flaggschiff. Das ist ein Clipper, eine Frick. Nehmen wir mal die beiden. So, sind die schon voll geladen? Natürlich genau das eine genommen, was noch nicht beladen ist. So, machen wir die beiden. Das heißt, du gehst jetzt mal bitte noch hier An die hin. Segel und Brassen. Ah, es passt schon. So. Jetzt müssen wir ein bisschen zweischneidig machen, weil wir haben ja in der letzten Folge ja noch eine zweite Insel hier in der alten Welt erobert. Oder sagen wir mal besiedelt. Und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier definitiv alles irgendwie ganz gut irgendwie über die Bühne bekommen. Gut, ihr beide. Neue Welt. Ihr geht Nur ein paar Wellen entfernt. bitte dahin. Weltkarte, alte Welt. Das dauert jetzt ein Weilchen, das heißt, jetzt kümmern wir uns erstmal gemütlich um unsere neue Insel hier. So. Einsatzbereit. Schiff handelt. Ah. Okay, wir haben hier 65 Arbeiter im Plus. Das ist schon mal gut. Aber warte mal, die brauchen ja, glaube ich, noch ein Wirtshaus. Genau, als öffentliches Gebäude. Passt da natürlich nicht hin. Ja, da kriegt er hier ein bisschen Park. Zack. So. Okay. Wir lieben Sie. Das ist schön. Wenn uns jemand liebt, ist das immer gut. Auf alle Fälle können wir hier auf alle Fälle richtig viel Eisen und Zink und allem drum dran. Also es war sehr, sehr strategisch wichtig, dass wir diese Insel hier erobert haben. Wir kümmern uns hier um So. alles. Okay. Wie läuft das? 100%, 100%, 100%. Ah, warte mal, da können wir mal gucken. Routen. Das wird da entladen. Und dafür lädst du bitte ein. Rindfleisch und Paprika. Und das wird hier entladen und dort entladen. Entladen, entladen. Genau, plus 50, minus 50. Nee, nicht laden. Der Metallpflug hat einiges geändert, ganz klar, aber zum Besseren oder Schlechteren? Okay. Äußerst verheißungsvolle Karten liegen auf dem Tisch. Oh, okay, da sind wir nochmal gespannt. Na los, mach, mach. Oh, jetzt hängt gerade das Spiel. Nein! Ist OBS überlastet oder so? Nee.
Was ist denn jetzt hier los? Prozesse? Ah, ne. Okay. Gut, da bin ich wieder. So, Expeditionen. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Okay. Welche hatten wir da genommen? Das war auch irgendein Kanonenboot. Nur fair. Ja, nehmen wir noch das. Expedition beginnen. So, okay. Ach so, ah. Man sieht immer nur die Schiffe in der aktuellen Welt. Gut, okay. Expeditionen, Aufgabenbücher. Okay, ah, wir haben schon ein bisschen Holz wenigstens. Da können wir schon mal leicht anfangen. So, okay. Wo bauen wir denn die Bevölkerung hin? Na, ich würde sagen, hier unten gleich Bevölkerung. Hier ein bisschen dann. Die Waffenruhe wurde beendet. So. Hier ein bisschen Holz erstmal. Erstmal so ein bisschen Grundproduktion. Gut. 1, 2, 3. Neues Zwischenziel erreicht. Tradition. Sehr schön. So, okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Zack. Hier setzen wir den Marktplatz in der Mitte. Okay. Bisschen wieder Straße drumherum. Und dann machen wir hier gleich noch ein bisschen Wohngebäude. So. Können wir hier auf... Es noch. Ist nichts Besonderes, aber was willst du erwarten? Okay. Lagerhaus, Bretter, Holzfäller. Links oder rechts? Dann bauen wir erstmal hier ganz schnell noch ein bisschen Holzfäller. Ah, wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. So, okay. So, Lagerhaus, kann ich es mir leisten? Ja, gerade so. Ah ne, machen wir erstmal sicherheitshalber dieses Sägewerk. Okay. Da bin ich dahin. Ein Lagerhaus kommt hier hin. So. So, Nachschub ist ja auch schon zum Glück unterwegs. Ohne Straßen bleibt mein alter Karren stecken. Ah, fuck. Dann hau ich das mal weg. Pum. Da habe ich mich ein bisschen verbaut. Aber ist nicht schlimm. So, besondere Ornamente. Na, allzu viel können wir hier noch nicht machen. Noch nicht mal irgendwie Nahrung oder so anbauen. Wahrscheinlich müssen wir erstmal wirklich hier für 50 Leute hier das Ganze irgendwo zusammenbauen. So, okay. Gucken wir mal in die alte Welt hinein. Ackerland. 5 von 7. 108, 108, 108. Sehr schön. Okay, die haben mehr als genug Schnaps. Baumstämme haben sie jetzt hier auch. Sehr schön. Brauchen wir das also quasi hier nicht nochmal mit hinliefern. Fisch haben sie jetzt auch mehr als genug. Okay. Ja, und so langsam geht auch zum Glück das hier mit rüber. Die Purphoria lassen die Kranken und Schwachen bis zum Umfallen schuften. La Isla ist ihre einzige Hoffnung auf Rettung. Prosperity. Ich will die Insel, die das alles ausgelöst hat, mit eigenen Augen sehen. Oh, das sind Piratenschiffe. Okay. Weltkarte. Weltkarte? Mal schauen, wir müssen doch eigentlich unsere Schiffe sehen hier. Ah, genau. Das dauert noch 14 Minuten. Ja, wo sind die anderen? Ich hätte doch nochmal welche losgeschickt. Schiffe.
habe euch noch gar nicht... Ich hatte euch doch losgeschickt. Jo. Okay, jetzt bewegen sie sich. Ist ja doof. Gut. Ein Konkurrent hat eine Siedlung errichtet. Okay. Was ist mit meinem Gefallen? So, bevor schleichen Sie an dem Patrouillen vorbei zu Archibald Plexhaven und holen Sie ab. Königliche Spende. Okay. Haben wir noch ein kleines Schiffchen? Neue Ziele. Sehr schön. Zielort. Nur so gleich um die Ecke. Was ist das hier? Aufgabe verfügbar. Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Polter die Polter. Holen Sie vom Plex diplomatischer Clipper ab Gold. Sehr schön. Okay, warum macht er das jetzt mit der Fregatte? Ich hatte doch hier auch noch so ein kleines. Warte mal, du musst dich mal zurück. Und du fährst mal bitte hier hin. So. Ich wollte gerade ein wenig durchlüften. Es wäre noch cool, noch so ein Clipper. Na, ja, das lassen wir erstmal noch. So. Wie geht's unserer Stadt? Wenn ich noch länger warten muss, zwickt und zwackt wieder. Einwohneraufgabe. Ich brauche Hilfe bei einigen kleinen Problemen. Die verdammten Köter terrorisieren die ganze Gegend. Früher oder später. Wird noch ein Kind gebissen. Wegsperren müssen sie die Viecher. Jawohl. Wollen Sie uns das Leben noch mehr versüßen? Finden und holen Sie die streunenden Hunde. Ach du Scheiße. Wo sind denn die Hunde? Das ist ein Huhn? Wer einen Hund sieht, schreit bitte hier. Gut, das Puzzle setzt sich zusammen. Okay. Zielort, okay. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir noch irgendwo Streuner finden. Ah, da ist auch einer, oder? Finden Sie die Streuner? Da war doch gerade eben ein Hund. Da. Das ist auch nur ein Hundi. Was du heute kannst besorgen. Diesen Sonntag stelle ich die Frage aller Fragen. Tja. Ach, mein kleiner Glücksbringer. Okay. Okay, holen Sie das ab. Das machen wir auch. Wie gesagt, Geld können wir gerade wirklich gut noch gebrauchen. Wir sind dezent im Minus. So, okay. Das ist kein Streuner. Das sind anscheinend normale Hunde. Wie sieht denn so ein Streuner aus? Da ist doch ein Hund. Ja, den wollte ich auch gerne haben. Warum kann ich dich nicht anklicken? Ein Schäfchen im Garten? Wer mag das nicht? Finden und holen Sie die streunenden Hunde. Ja? Gut, das beruhigt den Magen. So, liefern Sie Madame Carniers Leuchtturm 5 Tonnen. Zack, okay. Machen wir nebenbei so ein paar Aufgaben.
ist denn? Wo sollen denn diese blöden, streunten Hunde sein? Ich habe doch gerade eben Hunde gehabt. Warum wurde das nicht akzeptiert? Okay, die müssen so bräunlich aussehen. Okay. Streunende Hunde. Ach, da ist einer. Oder? Ich krieg dich doch an. Warum machst du es nicht? Da war doch gerade eben ein streunender Hund. Hier. Ich klick dich an. Das sieht doch aus wie so ein. Genau wie auf dem Bild. Dann hat er mich blöd Ne, das ist eine Quest, die ist ja echt doof gemacht. Boah. Okay. Also ich habe jetzt schon mehrfach mit links und auch mal mit rechts irgendwo auf ein paar Hunde geklickt, aber hatte ich ja leider. Hat jemand jetzt gesagt, nö, das sind sie nicht. So, hier ist nämlich auch noch Hunde. Hier laufen überall Hunde rum. Da ist auch noch ein Hund. Ich klicke da jedes Mal drauf. Hm. Ihre Majestät wird erfreut sein. Okay. Liefern Sie am Plagues Diplomatischen Clipper 40 Tonnen Ebenholz. Okay. Hat er das geladen? Ja, okay. So. Könnte das da bitte meine neue Glücksinsel werden? Dück. Bitte um Erlaubnis, sich auf Santoran niederlassen zu dürfen. Nö. Kann doch nicht sein. Da war doch gerade ein Symbol. Hier, du, da, Hund. Da auch Hund. Ich klicke. Ich klicke. Ah! Da, noch ein Hund. Also die Quest scheint irgendwie ein bisschen buggy zu sein. Aufgabe abbrechen. Okay. Keine Ahnung, die ist irgendwie buggy, die Aufgabe. So. Madame Kaina kennt jede Route zu exotischen Waren und Items. In ihren Geschäften finden sie nahezu alles, was sie sich vorstellen können. Und das zu einem vernünftigen Preis. Und wieder ein Nackenschlag. Und wieder ein Nackenschlag. Kampf, nicht den Rücken. Wo sind die gerade alle denn? Alte Weltkarte. Nee, Weltkarte. So. Flotte wird überführt. Okay. Zeit, den Sextanten zu entstauben. Gut. Neue Welt. Alte Welt. Sind Sie soweit? Ja. Wenn ich mir diese kleine Flüssigkeit erlauben dürfte. Allererste Sahne. Erfolg freigeschaltet. Goldgräber. Sehr schön. Neue Errungenschaft. Goldgräber. Sehr schön. Sehr schön. Okay. Na, klappt denn jetzt hier ein eigentlich mal die Hand? Hat eine Siedlung errichtet. Okay. So, haben wir jetzt eigentlich von den neuen schon ein bisschen was da? Nein. Warum? Warum nicht? Auf Patrouille, aktive Handelsrouten. Hier. Puh. Ach, vielleicht ist das schon zu voll, oder? Ah, okay. Dann machen wir mal eine Route. Und zwar von da nach da. Klicken zum Laden. Das und das. Und nochmal das und das.
Ah, okay. Nee, das wird immer kontinuierlich fahren. So, und hier zum entsprechenden Entladen annehmen. Okay. Das ist doch plus, plus, minus, minus. Boah. Abbruch. Und dann gucken wir uns mal das Schiff mal an. So. Eigentlich müsste doch noch genug Platz sein, oder? Ah, ich hatte, glaube ich, nur eingestellt 25 Tonnen. Wartet mal. Routen. Ah, genau. Voll. 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 Annehmen. Ja, es wurde angehalten. Das ist aber noch okay. Können wir hier noch eine kleine Erweiterung bauen, sodass wir hier noch ein bisschen mehr Platz haben. Depot. Das baue ich mal hier in der Ecke. Okay. Helfen, wo wir können. Fortsetzen. Beziehungsweise, du gehst jetzt mal bitte hier hin. Entlädst den Scheiß, den du hier noch hast. So, das weg und nimmst mal bitte... Ach, Gulasch wurde gerade eben schon abgeholt. Okay. Neue Befehle? Gut. Nicht der Wind, das... Okay, wir haben 65 Arbeiter, das heißt, wir könnten hier noch ein bisschen die Rinder und die Gulasch-Geschichten noch ein bisschen ausbauen. So... Großküche, dafür bräuchten wir nämlich Arbeiter. Eisenmine haben wir auf der, auf unserer. Gut, da bräuchten wir auch Arbeiter. Na, mal schauen, ich will jetzt erstmal hier ein bisschen die Geschichte erstmal ausbauen. Erstmal sukzessive, ganz gemütlich. So. Das, das. Das, so. Machen wir noch eine. Klack. So. Dass definitiv genug Materialien auch auf der anderen Insel ankommen. Hier haben wir noch 25. Für Paprika brauchen wir 10. Das heißt, wir können noch zwei Paprika-Geschichten hier basteln. Wie waren das? 92. Da haben wir noch welche hier hinten. So. Zack. Immer noch welche? Ne, das waren 108. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Können wir das upgraden? Ne, noch geht's. So. Das sollten jedoch erstmal hier so halbwegs wenigstens ein bisschen versorgt sein. Und halbwegs glücklich sein. Sehr schön. So. Unsere Insel hier drüben. Dann bauen wir hier mal eine Großküche. Was braucht man dafür? Ah, da braucht man Gläser dafür. Für Gläser bräuchten wir Quarz. Haben wir auf der Insel Quarz? Okay, dann kaufe ich das mal ein. Transfermenü. Fenster. Konnte ich denn das einstellen? Statistiken? Produktion? Nee. Machen wir mal hier. Fenster. Kaufen. So, und du sollst bitte immer mal so 12 Fenster mal kaufen. Dann sollten wir auf alle Fälle erstmal die Großküche bauen können. Bis wir irgendwo hier auch ein Quarzvorkommen finden. Ist hier Quarz? Zement? Steinkohle? Eisen?
Kartoffel, auch hier Paprika wieder. Hier ist eine kleine Insel. Quarz fehlt uns nämlich hier gerade. Ist hier noch irgendwas? Irgendwas Kleines, was uns hilft? Ne, die definitiv nicht. Lehm, Eisen, Steinkohle, Kupfer und Jagdgründe. So, da können wir nicht drauf. Hier ist noch eine kleine Insel. Kupfer, Steinkohle, Lehm. Hier ist auch noch eine ganz kleine Insel. Gibt was? Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Ah, sehr schön. Wie geht's denn jetzt hier eigentlich? Die müssen doch so langsam jetzt schön Hunger leiden hier. Tu es jetzt, solange der Mond auf den Fluss herabscheint. Ja, die haben nämlich kein Essen. Das ist das Problem. Neue Befehle, Admiral. Ich höre von meinen Täubchen nicht immer, was ich über dich hören will. Es gibt eine Zeit zu warten. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. Leinen los. So, Aufgaben. Holen Sie diese Gruppe ab. Ja, das machen wir mal. Baumwolle, Kautschuk, Gold, Ölquelle. Oh, okay. Was ist hier noch? Gold, Ölquelle, Bananen, Zuckerrohr, Mais und Kaffee. Na, da werden wir uns nochmal sagen, wir ein bisschen breit machen in der neuen Welt. So. Wir können tagsüber ein. Erster Klasse. Kann ich jetzt hier noch irgendwas bauen? Ja, jetzt kann ich hier endlich was bauen. Sehr schön. Und zwar gebackene Bananen. Dazu holen wir eine Bananenplantage. Die baue ich. Erstmal noch ein bisschen Weg. Das ist doch bestimmt auch wieder so eine übelste Felderproduktion hier. So, machen wir mal hier ein Lagerhaus. Und hier eine. Jetzt bitte nicht wieder abbrechen. Der Flüchtling. Die örtlichen Behörden suchen nach dem Flüchtling, den sie aufgenommen haben. Ein lumpengekleideter Mann bietet ihnen an einem Hafen seine Dienste an und sagt, er würde alles erledigen, was anfällt. Im Gegenzug bittet er um Verpflegung und die Chance, in ihrer Mannschaft aufgenommen zu werden. Anders als bei anderen vorübergehenden Aushilfen schließen ihre Seeleute ihm bald ins Herz, denn er hilft uns überall aus, wo es etwas zu tun ist. Versteht sich schnell Stimmung auf dem Schiff und mischt bei Debatten über den weiteren Kurs der Expedition mit. Seine Fähigkeiten zeugen von Erfahrung, die eines einfachen Seemannes weit übersteigen. Doch ihre Mannschaft respektiert seine Verschwiegenheit. Als ihr Schiff den Hafen verlässt, wird es von einem patrouillierenden Kriegsschiff angehalten. Sie suchen nach einem Regimekritiker und die Beschreibung passt genau auf ihre neuen Rekruten. Okay. Wir haben ihn noch nie gesehen. Der Täuschungsversuch der Mannschaft ist viel zu leicht zu durchschauen. Die Leutnants argumentieren, dass sie gerade erst in den Hafen eingelaufen seien und da noch gar keinen Kontakt mit den Einwohnern gehabt haben können. Doch die Besatzung des Kriegsschiffs scheint beobachtet zu haben, wie ihr Schiff am Hafen vor Anker lag. Da sie nun misstrauisch geworden ist, will sie über ihre Laufplanke auf ihr Schiff kommen, um es zu durchsuchen. Den Mann verstecken und sie an Bord lassen, drohen mit Kanonen das... Ja. Die Feuerkraft ihres Schiffes ist wahrlich beeindruckend. Die Seeleute reihen ihre Kanonen an ihren allen Luken auf und setzen zeitgleich die Zündschnur in Brand. Die schwarzen Mündungen auf das patrouillierende Kriegsschiff gerichtet. Der Kapitän des Schiffs ereilt seine Mannschaft hektisch den Befehl, schnellstens vor diesen Verrückten abzuhauen. Ihr Rückzug wird von einer Salve aus Kanonenschüssen begleitet. Der Flüchtling ist unendlich dankbar und verlässt ihre Mannschaft mit einem herzlichen Abschied, als sie zur nächsten Insel kommen. Okay, ich dachte, der bleibt bei uns. Okay. Oh, 128 Felder. So,
Das brauchen wir mal so weit wie es geht irgendwie hier drüben irgendwo lang. So. Gut. Bauen wir mal noch einer. Zack. Das nicht, oder? Hier lasse ich mal ein kleines bisschen Luft. Okay. Gut. Ach, sehr schön. Gut, dann haben wir erstmal da zwei Plantagen. Jetzt können wir nämlich hier oben mal noch ein ganz kleines bisschen ausbauen. So nicht. Ich wollte einen Weg bauen. Gut, ich brauche nämlich noch 1, 2, 3, 1, 2, 3, eine Straße. So, was war das andere, was wir hierzu bräuchten? Fischölabfälle. Wo muss ich das bauen? Ah, das ist also quasi das. Gut. Bewegung braucht neue Helden. Es gibt eine Zeit zu warten. Aber diese Zeit ist nicht jetzt. Vor diesem Geschenk des Himmels war ich sehr krank. Gut, sind die schon voll? Nee, es bleibt noch. Fehlende Ware. Ja, ist ja gut. So, bauen. Eine Küche. 1, 2. Das ist 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden. Dann haben wir jetzt 2, 2, 2, 2 und können dann quasi die 1 zu 1 auch beliefern. Sehr schön. Wir kommen hier nicht weiter ohne mehr Leute. Ja, baue ich doch, baue ich doch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Straße. Jim. Jim. Gut. Erstmal hier ein bisschen Nahrungsproduktion aufbauen. Dass die Leute hier definitiv nicht verhungern. So. Okay, ich brauche hier definitiv mehr Leute. Wie viel Kapazität habe ich denn noch? Ja, mehr als ausreichend. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Ja, behackt euch erstmal schön gegenseitig. Ich halte mich da erstmal raus. Zivilisten, die sich nach einem die verfolgten, die Diaspora. Sie strömen nach La Isla. Wir müssen sie schützen. Neue Befehle. Okay. Gut, da haben wir erstmal da keinen Platz. So, wir müssen hier eine Bevölkerung von 300 anscheinend aufbauen. Okay. Machen wir doch. Ohne Probleme. Ein Botenjunge hat einen Brief übergeben. Du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Abkömmling von Samuel, du weißt nicht, mit wem du dich da eingelassen hast. Verschwinde, wenn dir dein Leben lieb ist. Oder brenne. Dass wir nicht allein sind. Neues Gebäude. Rumproduktion. Wenn wir das haben, rollt der Rubel. Dann rollt der Rubel. Ah, das ist herrlich. So. Pump. Pump. Okay. Ich habe da Pläne für neue Expeditionen aus Baldowat. Schauen wir nochmal. Lassen Sie uns das alte Fernrohr ausfahren. Was haben wir denn hier? Geschäftskunde. Frachtbretter. Tipptopp. Nehmen wir mal das mit. Noch ein bisschen Fisch.
das weg. Heilkunst, Geschick, Geschick 20. Jo, machen wir mal so. Kampfkraft, hilft uns hier noch irgendwas? Gefechtskunde, Kanonen, Heilkunst, Geschick, Kampfkraft. Nö, sagen wir erstmal Expedition beginnen. Haben wir noch so ein Schiffchen übrig gehabt. Bauen wir auch gleich nochmal ein. So. Ja, meine Lieben. Ich würde sagen, ich würde hiermit auch mal die Folge auch beenden. Das heißt, wir haben ja so die ersten Schritte in einer neuen Welt gemacht. Und ich bin mal gespannt, was in der nächsten Folge passiert. Auf alle Fälle, mein Ziel ist in der nächsten Folge, die Rumproduktion aufzubauen und vielleicht auch schon die ersten Lieferungen von der neuen in die alte Welt rüberzubringen. Deswegen seid gespannt, falls euch die Folgen hier gefallen. Lasst gerne ein Like da, gerne auch einen Kommentar. Ich gehe gerne auf eure Wünsche ein. Und wenn ihr möchtet, natürlich auch lieben gerne ein Abo. Da würde ich mich mega drüber freuen. Und ich wünsche euch auf alle Fälle noch einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag. Je nachdem, wann ihr euch diese Folge hier ganz gemütlich angesehen habt. Lasst es euch gut gehen und bleibt gesund. Euer der Madi.